So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es heißt wieder Raid am Mittwoch, diesmal mit der Corona Edition. Nicht nur, weil wir ein paar Bilder zum Thema Corona in der Sendung haben, sondern auch, weil der Ramses einfach nur krank ist. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Die Stimme ist auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen, würde ich mal dazu sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem, ne? Und es ist trotzdem irgendwo ansehnlich. Wir gucken mal. Ich komme auch gerade vom Raid, habe noch einen Doppel-Raid gemacht, hatte noch einen Levelaufstieg, habe ein bisschen entwickelt, habe wieder ein paar Geschenke gemacht. Das seht ihr dann aber alles morgen, denke ich mal. Jetzt haben wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann natürlich auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King. Schade, nicht ganz, aber trotzdem geil. Diesmal mit Absicht erlöst. Wir haben immer gedacht, okay, der Bockwurst King, der hat immer so ein Pech. Der kriegt immer 98er. Jedes Mal der Fluch der 98er. Mittlerweile erlöst er mit Absicht Pokémon, dass die 98 werden. Also so kann man es natürlich auch machen. Vielleicht fängt er auch absichtlich immer nur 98er. Der hat bestimmt eine Map gebastelt. Tut alle 100er ausblenden und lässt nur die 98er an. Und immer wenn der 98er irgendwo auftaucht, geht er hin, fängt das und sagt, oh, hätte ja auch ein 100er sein können. Jetzt haben wir dich erwischt, jetzt haben wir dich beide Eier. Der Kippen 18 zeigt uns hier, wie man es richtig machen muss. Vermeidet unbedingt das Händeschütteln. Also nicht, wenn der Prime zu Besuch kommt, den einfach anfassen, sondern prostet einfach nur mit euren Biergläsern, dann kann auch nichts passieren. Der Deveris hat noch einen shiny Partyhut-Glumanda ausgebrütet, der hatte noch ein altes Ei dabei, hat jetzt noch ein Event-Shiny bekommen, eins der selteneren, der Adi dreht auch durch und kugelt sich hier rum. Dann Xtreme zeigt uns, ich glaube, ich sollte mal 10 Pokémon mit Wetterverstärkung fangen. Der hat mittlerweile dreimal die Aufgabe, zweimal gibt es Staub dazu und einmal auch eine Pokémon-Belohnung. 20 Registeel-Raids, 0 Shinies, 4 Cresselia-Raids, 2 Shinies. Ist das gerecht? Beim Kenny auf jeden Fall. Aber Registeel ist ja jetzt eh nicht so krass und ich denke mal, wer ein Registeel hat, kann ihm sicherlich eins abgeben. Ist auf jeden Fall auch schon wieder vorbei. Cresselia, Registeel, alles. Momentan ja das Cobalium drin. Ihr wisst Bescheid. Tina hat uns hier ein Shiny Europe gesendet. Dann der Dragonite zeigt uns, der hat um 17.16 Uhr ein Shiny Rattan gefangen. Und knapp eine Stunde später, um 18.07 Uhr, noch ein Shiny Snubbull. Also auch innerhalb einer Stunde zwei Shinies. Ist auch richtig gut, sag ich mal. Fischi fragt, der ist doch auch neu oder wieder mal einen neuen Stop entdeckt in Hibuhausen bei uns. Dann der K-Joker, nach 2 Wochen mal wieder ein Shiny, diesmal mit Shiny Evoli. Und der beschriftet die auch schön immer mit so einem Sternchen davor und dahinter. Sellimaus mit einem Shiny Schwalbini, WP 47. Dann habe ich ein Bild gefunden vom Schlurp, was dem Fleckmon mal guten Tag sagt. Also wenn man schon keine Hände schütteln darf, muss man halt Arsch lecken, je nachdem. Da freut sich der Ispo bestimmt, ist ja sein Lieblings-Pokémon. Bierbenny mit der heutigen Ausbeute auf dem kleinen Account. Das war, glaube ich, zur letzten Rampenlichtstunde. Die Raid-Stunde am Mittwoch, also gestern, ist ja ausgefallen. Die Rampenlichtstunde gab es ja trotzdem wieder mal vermehrte Pokémon. Aber das nicht von da, sondern das von der Woche davor. Da hat er auch in der einen Stunde 3 Shinies bekommen. Schwalbini, Minun und Snubbull. Dann ein weiteres Bild, da seht ihr ein Moontier und ein Formeo, die sich schön ergänzen. Was dem einen fehlt, das bringt der andere mit eben. Bockwurst King wieder typisch, der Fluch mit den 98% nimmt kein Ende. Dann haben sich alle gefreut, dass es die Super Rauchbox gab mit 30 Rauchs für einen Coin. Wo ich immer zu nicht wusste, soll ich die kaufen, soll ich die nicht kaufen. Ich habe sie im Stream dann gekauft und ja, derjenige, der das bekommt oder nutzen kann, freut sich sicherlich, beziehungsweise wer weiß, wie lange das noch hält, dass man eine Stunde lang Rauch nutzen kann. Dann auch Bockwurst King hat uns gezeigt, ein Corona-Pikachu mit Mundschutz, da gab es auch verschiedene Bilder davon. Ihr seht, das ist ein Klon-Pikachu, man erkennt es an den Ohren. Dann gibt es natürlich auch noch einen anderen Mundschutz, diesen runden, den der Prime auch auf hatte, bei einem normalen Pikachu bzw. bei einem Shiny Pikachu. Da gingen also auch etliche Bilder rum. Vorbelastet mit einem Shiny Medity, Fischi mit einem 100er Barschwa.
auch eine Aufgabe auf dem Ramses Kitchen Account gerade, dass ich einen Barschwein wickeln muss. Hätte ich mich natürlich gefreut, wenn da ein 100er dabei wäre. Dann der Joker wieder mit einem Shiny Mankey und einem Shiny Rihorn. Was geht ab jetzt? Was geht jetzt ab? Wie auch immer. Steff, yeah, mal eben ein Metagross aus den Kämpfen bekommen. Freu. Und das ist ja auch eine fette Sache. Für die, die noch gar keins haben oder noch ein gutes, starkes suchen. Ihr konntet ja aus der Go Battle League jetzt als garantiertes Pokémon ein Metagross ziehen. Manche haben sich gewundert, die haben später dann nochmal eins bekommen und dachten, hä, ich denke, das kriegt man nur einmal, aber es ist einmal garantiert und ist dann trotzdem aber im Pokémon Pool dabei, der Belohnungen, wo ihr es trotzdem daraus erhalten könnt. Also nicht wundern, es gibt nicht nur die Legendären, ihr könnt auch weiterhin Metagross erhalten aus der Go Battle League, die ich immer noch nicht gespielt habe. Ich habe Schlumpfhausen gefunden, schreibt hier Bob the Rob. Der hat nämlich lauter Meditees um sich rum. Sieht auch so ähnlich aus. Die sind blau und haben weiße Mützen auf, wenn man so nimmt. Der Bierpenny auch aus der Battle League, denke ich mal, sogar mit einem 98er. Dann Kippen 18 wieder. Shiny Klopapier. Obwohl eigentlich ist das ja normales Klopapier. Shiny könnte man das ja dann braun einfärben. Das wäre bestimmt sehr lustig. Dann vorbelastet bei der letzten Stunde, beide in der letzten Stunde, direkt zwei Shiny Mankey hintereinander. Also nicht hintereinander, aber in der letzten Stunde, ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Nach der Rage-Stunde beim Dragonite noch ein Shiny Makuhita mitgenommen. Beide Donnerstag innerhalb einer Stunde am Homestop, ein Shiny Rattan und ein Shiny Snubbull. Läuft also auch. Der da ist, hat uns noch einen super Wayspot gezeigt. Die Schwarzenbacher Gartenschaukel 2019 kam die Gartenschaukel nach Schwarzbach. Sie ist sehr weich und mit Kissen gepolstert. Guckt euch das an. Ist das nicht im Pokestop? Seht ihr, wie sie mit Kissen gepolstert ist? Da ist einfach nichts drauf. Und es ist halt eine Gartenschaukel privat. Also wer sowas einreicht, der hat eindeutig die Kontrolle über sein Leben verloren. Bockwurst King zeigt uns zur Abwechslung mal einen 100er. Also würde ich gleich wegschmeißen, der sammelt ja nur 98er. Pokefreak Red nochmal ein Shiny Klopapier, nimmt man natürlich gerne mit. Bockwurst King mit einem 96er. Krypto, wohin genau? Was er eben zu einem 100er erlösen kann, auch sehr gut. Die Steff zeigt uns direkt ein 100er, wohin genau, mit Partyhut aus dem Raid. Bockwurst King noch mit einer kleinen Anzeige hier. Pokémon Trainer mit langem Raupi sucht wilde Rosana ohne hohes Gras, dafür mit großen Pokebällen, die mich gerne mal taggeln würde. Professor Eichel @de, egal, darf man nicht sehen. Dann habt ihr beim Vorbelastet noch ein Shiny Medity. Dann beim Dennis Weigel ein 100% Lilith und sogar noch ein anderes. Ihr seht, das Level ist verschieden. Hier ist der Bogen höher, mehr WP. Also zwei Lilith mitgenommen plus ein Shiny Ammonitas. Dann ein Shiny Medity und ein 100% Evoli. Ich habe gerade gesehen, der hat auch eine Nachricht geschrieben gehabt, warum gestern kein Raid am Mittwoch kam. Aber ihr seht ja, ich wollte mir die Stimme extra für heute aufheben. Kommt dafür natürlich Raid am Mittwoch am Donnerstag wieder. Dann noch ein Shiny Medity. Was geht? Also der rastet wirklich komplett aus in diesem Event. Bin mal gespannt, wie lange das alles noch anhält. Beziehungsweise, nee, die Kampf-Spawns sind ja jetzt weg. Jetzt ist ja wieder alles querbeet gespawnt. Dann der Dragonite hat auf jeden Fall die 1000 Team Go Rocket Rüpel besiegt. Glückwunsch, Goldmedaille, die habe ich natürlich noch nicht. Da fehlt noch einiges. Und hier noch ein anderes Bild von Pikachu mit Mundschutz. Nimmt man auch gerne noch mit. Könnten sie ja wirklich mal einführen, so aus Spaß einfach nur. Es ist zwar eigentlich nichts Lustiges, aber Spaß muss sein. Auch auf der Beerdigung, sagt man noch immer. Dann Dragonite bedankt sich auch. Danke, Ramon, für das Ei aus Budapest. Wieder mal, Budapest hat einfach die besten Eier. 96er Hippopotas. Dann der Kenny mit einem 100% Praktibalk. Also das ist schon fett. Das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Ist sicherlich aus einem Raid, denke ich mal. Kotbrot, Shiny Makuhita. Die Steff hier mit einem
100% Glücksmachrollo würde ich sofort entwickeln und maxen. Ja gut, mit 23 Bonbons ist da nichts mit entwickeln und maxen, aber trotzdem. Kotbrot, Shiny Makuhide, was, 208, 316, jetzt hat er schon 2 und ein 98er Carpator. Da hat er sich auch sehr geärgert, denn ihr wisst, 117 BP ist ja eigentlich das 100er, aber eben nicht nur das 100er, es kann eben auch das 98er sein. Cassiopeia hier auch mit einem Shiny Machollo und einem 98er Praktibalk mit Wetterboost sogar auf Level 25 und ein 100er 98er, das ist ja kein Unterschied. Sofort entwickeln, hochziehen, maxen, alles Mögliche, ist aber natürlich schweineteuer, da ihr ja schon 200 Bonbons zum Entwickeln braucht. Also solche immer tauschen und hoffen, dass ihr durch Tausch gute IV bekommt. Bocky, wieder mal mit einem 98er, diesmal ein Wattzapf, auch eins der neueren Pokémon oder selteneren Pokémon. Gefa und Bierbenny, die haben wieder mal einen Glückstausch gemacht. Und ich glaube, der Gefa und Bierbenny, das war, also der Bierbenny war Gefas erster Lucky Friend, den er je hatte. Ich glaube, es war sogar auch sein zweiter Lucky Friend, den er dann bekommen hat. Und mittlerweile sind die schon zum dritten Mal Lucky Friend geworden und andere eben noch gar nicht mit ihm. So, ihr seht, bei manchen läuft das richtig gut, bei manchen funktioniert das irgendwie nie. Aber Geduld, vielleicht kommt es ja irgendwann. Oder es ist wirklich manchmal so, manche sind halt vom Glück befallen und andere, die sind Pech-Accounts, die kann man wieder rausnehmen. Klingt auf jeden Fall komisch. Dann der Gefa noch mit einem Shiny Giratina mitgenommen. Bockwurst King, Shiny Click. Das sieht auch natürlich sehr geil aus. Nicht nur Magnetilo, was so golden ist, auch das Click, dieses Metallische, was sehr golden ist. Das finde ich cool gemacht. Dann bin ich mit der Sabrina endlich aufgestiegen. Die musste ja ewig warten. Entschuldigung nochmal dafür. Grüße gehen raus. Jetzt wollte ich sagen, Kuss geht raus, aber das macht ja Unge immer. Außerdem bin ich eh krank. Spaß. Dann der Mitchell mit einem Shiny Krypto Flunkiefer. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Bierbenny hier mit einem Shiny Zubat. Guckt euch den Hintergrund an und guckt euch das Zubat an. Wie genial sieht das denn bitte aus? Dann der Bierbenny noch mit einem 96er Shiny Giratina 1923. Dafür habe ich seinen Lucky Shiny Giratina rausgelassen, weil das hatte eh schlechte IV. Bierbenny auch noch mit einem Shiny Kramurks, vorbelastet, 100% Farbigel. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, weil wie schwer ist es denn bitteschön Farbigel zu bekommen? Manche machen da 200 Fotobombs am Tag und kriegen nicht mal einen Farbigel und dann einen 100er zu bekommen. Gut, das ist so wie Melmetal. Obwohl Meltan, da habt ihr ja eine Box aufgemacht und eh gleich 30 Stück bekommen. Also da ein 100er zu bekommen, ist im Endeffekt einfacher als von einem Farbigel. Farbigel trotzdem richtig seltener Jast, ne? Müsste der Schocker sein, aber wir haben trotzdem noch einen anderen gefunden. Hier nochmal Gefa mit seinem 98er Meistergriff. Joker mit einem Shiny Skorkler, Night Alex, Shiny Muschas, Dragonite, Shiny Radfratz, Dennis Weigel, bestes Wochenendbelohnungsei, Wochenbelohnungsei. Der hat also am Montag aus dieser Belohnung, aus der Wochenbelohnung, ein Ei bekommen und darin war ein Shiny Shinux. Habt ihr schon mal was Korrektes aus dem Wochenbelohnungsei bekommen? Ich glaube ich nicht. Ich habe da immer nur ganz normalen Stuff rausbekommen, aber noch nie irgendwas Korrektes. Also weder ein seltenes Pokémon, noch ein Shiny-Pokémon, eher mit einem Shiny-Shinux. Nimmt man gerne mit. Pokefreak Red hier, Shiny-Radfratz, Pokefreak Red hier, Mediti, Dragonite hier, Shiny-Ponita, Bierbenny, Shiny-Yorklef. Boah, und da war es das schon. Das war das letzte von den Highlights. Jetzt haben wir aber noch den Schocker der Woche für euch gesehen. Richtig kurze Sendung heute auf jeden Fall. Ich muss nämlich die Stimme schonen. Und deswegen kann ich nicht so viel und so lange und so laut reden. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von der Tina aus Schleusingen. Die hat einfach mal ein 100% Krypto-Raikou bekommen. Das ist jetzt schon bei 100%. Und wenn die das erlöst, dann hat das 200% Spaß. Natürlich nicht, aber sie schreibt auch, ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber doch, das geht. Und das ist auf jeden Fall krass. Ich meine, wenn es ein 96er wäre,
dann werde ich es auf jeden Fall erlösen, um ein 100er Raikou zu haben. Aber was macht ihr bitte mit einem 100% Shadow Raikou, Krypto Raikou? Lasst ihr das so, weil das einfach scheiß selten ist? Oder erlöst ihr das trotzdem, damit ihr das mit weniger Staub und so weiter hochpushen könnt? Was würdet ihr damit machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, eigentlich, das hat einen richtig guten Sammlerwert. Schwer zu sagen. Schreibt es einfach rein, was ihr davon haltet. Finde ich auf jeden Fall stark. Das zähle ich jetzt aber auch schon ein paar Wochen rum. Ich habe immer noch zwei andere Schocker auch gespeichert. Oh, Adi, es tut mir so leid. Nein, du bist kein Trostpreis. Komm her, hab ich lieb. Ich kann keine Hundtöne machen. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.